schon gut. Es ist gut, dass so... Kaneol ist verloren. Der Verlorene ist verloren. Verloren, verloren, verloren. Mutter, beruhigt euch. Beruhigen? Ja. Einst war ich ruhig. Einst lauschte die Mutter dem wundervollen Ruf, wurde von ihm umspült und sie fand Ruhe. Doch nun ist die Ruhe fort. Der Vater hat sie gestohlen, so wie jetzt auch Kalhirol. Meine armen Tierchen in Kalhirol. Der Vater wusste, ich würde sie ihm entgegenschicken. Der Vater hatte Angst. Kalhirol ist verloren. Aber die Mutter hat noch Pläne. So viele, viele Pläne. Aber was wird die Mutter tun? Tun? Ich werde lachen. Dann werde ich warten. Ich wusste, ihr würdet es hierher zurückschaffen. Habt ihr dieses Ding, das ich euch gegeben habe, verkauft? Falls nicht, hoffe ich, ihr zielt noch einen guten Preis dafür. Ich? Nein, ich fühle mich gut. Ihr denkt doch nicht, ich... Vielleicht sollte ich einfach gehen. Ihr seid also zurück. Und? Wie ist es da draußen? Wimmelt es dort von dunkler Brut? Dem Erbauer sei Dank. Nachdem er dieses dämliche Ding verloren hatte, hatte Mika zu viel Angst, um von hier zu verschwinden. Tut mir leid. Ohne meinen Glückshof konnte ich nicht gehen. Danke, dass ihr ihn gefunden habt. Und jetzt verschwinden wir von hier, bevor die dunkle Brut eintrifft. Ich wünsche euch viel Glück. Ihr hättet euren Einfluss nutzen können, um den Bewohnern dieser Stadt zu helfen. Aber ihr seid auch nur eine gewöhnliche Mörderin. Ich habe euch nichts zu sagen. Wie schön, euch wohl aufzusehen, Kommand. Dantin. Jeden Tag, den ihr abwartet, zieht sich die Schlinge der Verschwörung enger um euren Hals. Es wird erledigt. Lasst mir nur etwas Zeit. Ja, Kommandantin? Oh, daraus muss ich einfach etwas erschaffen. Er ist so einzigartig, so perfekt. Ja, ich mache daraus einen Brustpanzer. Hier, nehmt das. Das sind ein paar Kleinigkeiten, die ich noch brauche, bevor ich mich an die Arbeit machen kann. Beeilt euch damit. Ich kann es einfach nicht erwarten. Ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas?
Das wird uns enorm weiterhelfen. Veridium. Damit könnte man Rüstungen und Waffen herstellen. Und das werde ich wohl auch tun müssen, auch wenn es niemand zu schätzen weiß. Oh, stattet ihr dem alten Dworkin mal wieder einen Besuch ab? Ausgezeichnet. Wirklich ausgezeichnet. Wir haben so viel Lyrium-Sand, dass wir eine ganze Weile beschäftigt sein werden. Danke für eure Hilfe. Bitte, nehmt die hier. Damit könnt ihr diesen Bestien etwas zum Nachdenken geben. Wie kann ich euch helfen? Ei, Kommandantin. Baldrick, komm mal her. Oh, na das. Wir müssen das hier nach Hause schicken, Bruder. Orsama muss erfahren, wie sich die Kastenlosen von Kalirol in ihren letzten Stunden bewährt haben. Kastenlose, die zu den Waffen greifen. Na, das wird ihnen bestimmt gefallen. Diese Kastenlosen sind Helden. Das muss von der Halle der Bewahrung verzeichnet werden. Vielen Dank, Kommandantin. Wir sorgen dafür, dass es in die richtigen Hände gerät. Mir ist bewusst, dass ihr gegen eure Unterdrückung kämpft, Magier. Ich entziehe mich der Unterdrückung. Das ist nicht ganz dasselbe, findet ihr nicht? Warum geht ihr nicht gegen eure Unterdrücker vor? Warum sorgt ihr nicht dafür, dass sie das auch keinem anderen antun können? Weil sich das ziemlich schwierig anhört? Untätigkeit ist eine Schwäche. Genau wie der Tod, ganz nebenbei. Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. Für mich? Oh, wundervoll. Das solltet ihr vielleicht noch mal überdenken. Ich halte das nicht für klug. Das ist die mieseste Idee aller Zeiten. Diese Welt ist so anders, als ich erwartet hatte. Die Dämonen gieren danach, den Schleier zu durchqueren. Aber wir anderen verspotten sie dafür. Wir beneiden die Sterblichen nicht. Wir bedauern sie. Ihr habt mich missverstanden. Wir irren uns, was diese Welt betrifft. Sie steckt voller Schönheit. Und die Sterblichen sind es wert, gerettet zu werden. Ihr habt mir im Nichts geholfen und euch seitdem immer wieder bewiesen. Es ist nicht rechtens, alle Sterblichen gleich zu beurteilen. Ich frage mich, dürfte ich euch um etwas bitten? Es gibt in dieser Welt etwas, das ihr Lyrium nennt. Könntet ihr für mich vielleicht einen Gegenstand finden, der daraus gemacht ist? Ich wünsche mir nur ein kleines Stück reinen Gesteins. Das Lyrium, von dem die Sterblichen im Nichts träumen. Es ist nicht dasselbe. Hier singt es. Dieser Klang ist etwas, das nur ein Geist hören kann. Aber er beschwört eine Sehnsucht herauf, die ich zuvor nicht kannte. Ich danke euch. Das ist sehr freundlich. Schon gut, schon gut. Ja, das gefällt mir. Röcke, Musik und genug zu trinken. Denkt ihr, eine von ihnen würde sich vielleicht mit einem Zwerg einlassen? Oder auch zwei? Oh, ich habe meinen Lebtag noch nicht so viele Bücher gesehen.
Dies hier ist eine Liebesgeschichte aus Nevarra. Sie scheint ziemlich pikant zu sein. Was ist eine antivanische Milchzange? Oh, ich verstehe. Ich stelle es einfach wieder zurück. Ich habe bisher erst ein Buch gelesen. Mein Freund Valan hat mir das Lesen beigebracht, als wir in der Legion waren. Aber er hatte nur dieses eine Buch. Und jetzt ist er tot. Er war früher ein Adliger. Aus dem Hause Volny. Ich weiß nicht, wie er in der Legion gelandet ist. Er wollte es mir nicht sagen. Ich habe gesehen, wie der Tod meine Freunde geholt hat. Und ich wusste, er würde auch ihn nicht verschonen. Ich habe alles gegeben, um uns beide am Leben zu halten. Valan hatte den Leitsatz der Legion verinnerlicht, dass wir alle bereits tot sind. Aber ich konnte mich einfach nicht damit abfinden. Zu überleben ist das Einzige, was zählt. Das hat mich die Stadt des Staubs gelehrt. Ach, wenn ich all diese Bücher gelesen haben will, bevor mich die dunkle Brut findet, sollte ich wohl langsam damit anfangen. Ich hätte gerne ein wenig Zeit für mich. Vielleicht ist es Zeit für eine kleine Pause. Wir sollten keine Zeit vergeuden. Das Werk der Gerechtigkeit muss getan werden. Lasst uns gehen. Kann ich euch behilflich sein? Selbstverständlich. Es ist uns eine Ehre, euch als unsere Lehnsherrin zu haben, Kommandantin. Ja. Oh! Ja. Beim Darkiesel! Ich habe euch kämpfen sehen, Seagrun. Die Legion der Toten bildet ihre Mitglieder gut aus. Oh, sie haben mir nur ein paar neue Kniffe beigebracht. Gekämpft habe ich schon lange zuvor. Oh, habt ihr in der Armee Ozamars gekämpft? Ich habe um Essensreste gekämpft, um einen Platz zum Schlafen, darum zu überleben. Oh, ich wollte nicht. Schon gut, ihr seid eben ein Adliger. Bei Andrastes Blut. Ich bemitleide jede Belagerungsarmee, die versucht, unsere Mauern zu durchbrechen. Vielen Dank. Das ist ein reizendes Geschenk. Das ist ein Fernglas.
Mein Freund Valan hat mir davon erzählt, aber ich wusste nicht, dass sie so schön glänzen. Er hat gesagt, an der Oberfläche könnte man mit einem Fernglas Dinge sehen, die noch meilenweit entfernt sind. Darf ich es behalten? Ich weiß natürlich, dass es nicht richtig ist. In der Legion dürfen wir keinen Besitz haben. Wenn ihr das sagt, Kommandantin, vielen Dank.